ist ein Problem. Also, Entschuldigung für die technischen Probleme. Ich freue mich, dass ich das habe. Ich habe mich selbst, dass die Leute von der Schule, dass ich ein bisschen die Entschuldigung zu haben. Ich halte die Vorkunft, die sind das mal Funktion. Und sie werden mit dem Evangelium bald hören. Und wir hören von einer Frau, die findet Heilung, wenn sie Jesus langsam empfängt. Und ein Mädchen ist zum Leben gebracht, als Jesus sie angesehen hat. In beiden Fällen wird eine Grenze überschritten. In Jesus' Zeit wurde man ohne Rang, wenn man blieb oder mit einer Leiche in Kontakt kam. Mit dem Evangelium steht bald Jesus' Grenzen an. Und beim ersten Mal in den Häusern, in den Fällen steht an seinem letzten Atemzug am Kreuz, als der Vorhang im Tempel in Zeit zu betrifft. Wir trauen uns Jesus, um unsere Unreinheit anzufassen und wir leben als eine Gemeinde, die niemanden als Christus Wesen betrachtet. Also, wir sind regelmäßig, dass ich uns ankomme und dass Sie uns zu Hause mitmachen können. Und ich bin sehr gut, dass wir die Wien, die wir für die Freunde des Gemeinden machen, als Englisch. Und am 18. Juli werden wir den Gottesdienst empfangen. Und ich habe letzte Woche einen Freund, der mich gefragt hat, zu sehen, und ich gesagt, dass wir am 18. Dezember in Deutschland sind, auch mit der Hitze von Kolonien am 18. Dezember, wenn wir nicht genau am 18. Dezember sind. Also der 18. Juli. Der letzte Woche, also die Hitze von Kolonien, war es der Hitze von Dezember in Deutschland zu treffen. Wir haben in Kolonien, die Hitze von Dezember, die Hitze von Dezember, die Hitze von Dezember, die Hitze. Wir machen mit unserer Gottesdienst weiter mit unserer Liebenden bekannt. Gesegnet sei die heilige Dreifaltigkeit, einen Gott, der die Freundschaft der Liebe ewig dauert, dessen Treue dauert und Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Im Vertrauen der Barmherzigkeit Gottes, lasset uns unseren Sünden beten, indem wir nun eine Zeit der Stille und Überlegen und dann wirklich ein Gebet anbeten. In Gedanken, Worten und Denken. Wir danken, dass wir zu deiner Großzügigkeit einen Vertrauen haben und wir verleugnen deine Anregungen in unserem Leben. Wir geben unsere Hoffnung in uns selbst und verlassen uns auf unsere eigenen Unternehmungen. Wir vergessen zu glauben, dass diese nicht verfügen, Geld allein steht. Wir missbrauchen deine gute Schöpfung für unsere eigenen Vorteile. Wir fürchten Verschiedenheit und empfangen unsere Rechte, wie du uns empfangen hast. Wir lieben unsere Rechte nicht so wie uns selbst. Wir verwiderstehen einmal, wie wir uns offen haben.
und die Nachgemeinden auf Bilder sind. Durch deine Liebe erneuere uns und in deinem Geist führe uns, sodass wir leben können und dir in Herrlichkeit des Lebens dienen können. Amen. Wir danken dich, dass du uns verstehst. Mit der Welt kann man viele verdienen, dann hat es getan. Und wenn wir Frieden und Gott des Lebens verstehen, mit dem wir einander und einander bekommen haben. Unsere Frieden und Vergebung, gleich auf dem Fest von Gottes Leben, von Menschen und Völkern, von Gottes Liebe in unserem Herzen ist, durch den Heiligen Geist und durch die Welt. Wir schaffen uns jetzt in dem unser Eingang liegt, der aus meinem Herz, 365, 3, 4, 7 und 13, und hier im Hause wissen wir es mit Lesen, aber leider nicht gemeinsam. Wir haben jetzt schon mit Leid und mit dem 85 singen müssen wollen. Der aus meinem Herz, 365, 3, 7 und 13. Wir sind der Gottes, die uns in 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 der G
Größe des auf dem Strahl zu beschreiben. Danke für die Verstehung und für die Verstehung. Ich freue mich, denn du hast mich als der Tiefe verstanden und hast dich meinen Gedanken nicht über mich freuen. Ich weiß mein Gott, dass ich nicht mit dir, dass ich dir nicht gefühlt. Du hast meine Bildung als dem Land verständlich gefühlt. Du hast mich ausleben lassen und alles von der Bildung, die ich in der Welt finde. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge um ihn und er war am See.
Tag kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er zu ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Stunden. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und Jesus ging hin mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge und umdrängte ihn. Und da war eine Frau, die hatte auf dem Blutstuhl seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und alle Blutverkehr ausgewandt. Und ich hatte ihr nicht geholfen, sondern ich war als Kinder mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Nähe von diesem Jahr und berührte sein Gewand. Und sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren kann, kommt dann, so würde sie gesund. Und sogleich erhielte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leiden, weil sie von ihrer Kleider erfahren kann. Und Jesus spürte sogleich an die Wand, dass seine Kraften in ihm aufgegangen waren. Und wandte sich ihm in der Nähe und sprach: Wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Wie siehst du, dass sich die Männer im Kreis und fragt, wer hat mich berührt? Und Jesus sah sich um, nach dem, wie ich es Gott getan hatte. Die Frau aber schüttelte sich und zitterte, denn sie wusste, was von ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm wieder und sagte ihm, sie könnte wandeln. Jesus aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Hilfe und Frieden. Und sei gesund von deinem Glauben. Als er noch so redete, kamen einige aus dem heiligen Vorsteher von jedem Bürger und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Lass uns nicht viel weiter gemacht. Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Und er ließ einen Mann mit sich gehen, als Friedrich in der Friedrich in der Hand, den Bruder des Friedrichs. Und sie kamen in das Haus des Friedrichs, und er war das Friedrich, und wie sehr sie weinten und wollten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Es lohnt und weint ihr. Es tut sich nicht gestorben, sondern ich lebe. Und sie verlachten ihn. Jesus aber trug sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die beiden Waren und den Mann, wo das Kind lag, und ein drittes Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talitha kum. Das heißt, wie der Gott, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und so gleich stand das Mädchen auf und ging hinein, und war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Menschen. Und er gebot ihnen die Sterne, dass sie niemand wissen sollte, und sagte: Sie sollten ihr zu essen geben. Ich spreche mit der Frage zusammen für die Worte des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und von Heiligen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten und erkrankt sich in sich, gekreuzigt, gestorben und begraben, gemacht geschrieben in das Land des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er wird die Rechten Gottes, die Allmächtigen Vater, von dort wird er kommen, zu wünschen, zu leben und zu töten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die Heilige Christusverkehrung, Gemeinschaft der Heiligen, das Leben der Wunden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich hoffe, dass wir im Grunde zusammen in Verzögerung sind, Morgen wird ewig gefüllt, dann wird es bei den 40, 30 und 40 sein. Musik
Thank you.
als Krankheit macht uns auch hier eine Ausgestellung. Auch wenn Gott mit ihrer Familie, ihren Freunden und der weiteren Gemeinde in den Weg kommt. Und wir können das etwas davon kaufen. Und von dem Gesetz und Recht, als wenn wir mit den Menschen über der ganzen Welt. Die Frau hat von Jesus gehört. Nun drückten die vierten Männer und hoffen, nur seine Frau und Frau zu kommen. Sie ist alles verstanden. Es hört sich so mehr passiert, als wie von einem Satz zu. Es war einfach, so einfach, in keinem Augenblick drückt. Jesus in den Verwandten und die Jesus werden durch die Verwandten. Sie hat ihr Leben zurück. Er fühlte, dass die Meister von Alten, als er sich gehört zu machen, von der Heiligen, der ihn angefasst hat. Die Liebe, das Lachen und das Feuer, das Verstehen, die sich in den Gewinnstück von Menschen und alle Menschen erzielt, als er sich als Verwendung von der Lachen angefasst hat. Als die Erste Kirchen war, und die Kirche, auf ihrem Weg in den Worten seine Glauben an sich erfolgt. Und jetzt kann sie an sich ihr Leben und die Kühe wieder aufnehmen. Die praktischen Zeichen erfüllt alle Jesus für Gott in den Haus zu bringen. Er erfahrt, dass sie das junge Mädchen erfüllt ist. Jesus ist in der Kirche. Er trägt sich, glaube ich, auf die Zusammenhalt weiterhin. Fürchte dich nicht, sagt er, bleibe drin. Was? Und dann warf er zum Verführer, Sattel, Schildkiller. Er griff seinen Weg durch die Versammelten, die schon in Trauer gewandert, durch die Kreise nie, nimmt den Schritt in die Hand und sagt sich die Tür aufzunehmen. Und zu Fuß. Sie geht herum und dann, wie sie sich bekommt, die einen und anderen werden festgehalten. Und jetzt ein zweites Wunder ist die Kette vorgekommen. Jetzt ist Christian die Kette und weiß und erfährt, dass der Weltmäßig in jeder Menschen sind, auch die mehr oder weniger in der Welt geht, als wir alte Güter in der Welt wiedersehen. Als mehr und mehr Leute für uns sind, und den Weg, wie er umkehrt, um Leben und Tod zu sein. Das ist das ganze Alles im Herz. In der Nacht ist alles gestorben und alles alles aber für die Zukunft zu ändern. Die Traume besiegt sich und die Eier regt sich auf, weil sie erhalten sich ihrem Leben vollzieht. Und jetzt, als in eurer Welt, fühlen sich sehr völlig. Wegen den sozialen Regeln ihrer Zeit, habe die Frau von ihrem familiären Kreiszirkel getrennt oder gerufen, als es sich durchgängig selbst geduldet und praktisch in der Zeitschrift von einem Mann. Die Welt war es, die aus dem Kopf gefahren wurde von der christlichen Krankheit und Krieg seiner Töchter. Ein Erlebnis schwer von Hungerin bekannt zwischen 25.000 von einer Welt. Millionen Menschen der Welt wieder zu verlieben und zu entgehen, die sich in den Familien verloren
immer sich mit dem Umwelt auszuführen und vergessen und daher das Kinderleben zu schreiben, sodass das Leben plötzlich zu lieben darf. Und was ist denn eigentlich die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten verletzlich, so ist es nicht, dass vielleicht bestimmten Menschen gar nicht eine neue Berufung von Gerechtigkeit und Gleichheit in unserem Gemeinden, in unserer Gesellschaft, in unserem Land und in unserer Welt wieder zu erreichen. Viele können die offenbaren diese Pandemie nicht verstehen oder integrieren. Das Wunder der Sicht ist eine Möglichkeit und eine Verantwortung. Und wir sehen diesen Weg nicht alleine. Wir haben uns gegenseitig und wir haben unser Glauben und unsere Gemeinden und wir haben Gott. Unsere Gedanken versprechen nicht immer keine Heilung, aber es findet uns in einem Rettung, der nicht fehlt. Der uns begleitet in allen Dingen und Zeiten und der uns erfrischt immer mit uns zusammen. Und wir können diesen Konflikt herausfinden, wenn wir miteinander zusammenleben, zusammen begleiten und wenn wir uns nicht mehr verstehen. Echte Wunder sind verständlich. Der Weg Gottes ist, der Weg Gottes ist uns jeden Tag. Das Gebet wird anders. Wir konnten unser Leben nicht miteinander. Und wir sind im Leben von Wachsen irgendwie verändert. Und immer wieder zu neuen Verständnis mit Gefühl, mit Gleich und Gemeinschaft verlieren. Lasst uns unser Herzen öffnen und für jeden öffnen, nur zum Zusammenhang wieder die Verbundene aufzuhalten und Ungleichheiten in unserer Welt. Unsere Augen zu öffnen. Gegenseitig zu betrachten und hören im tieferen Leben. Und zu finden, wenn sie das von der Welt verteilen, auf den Menschen und anderen. Also, wie hat der Christian Mörder heute verstanden? Lasst uns mit dem besten Ziel, andere zu begleiten und in Hoffnung leben, dass Gott uns in der besten Welt zeigt, Thank you.
Zeit und der Kompetenz. Und natürlich machen wir das anders für, wenn sich der elektronischen Zeit. Aber ich denke, diese Zeit haben schon mal die Gemeinde zu bedanken, die wir dann in den Regelungen zu ihr Bankverband der Zukunft abgelegt haben. Also das können wir jetzt gar nicht machen, wir haben uns einen Schock oder Regen zu wohnen. Aber ich denke, wir sind uns auch hier bleiben. Der Antwort ist freiwillig und wir sind sehr dankbar, dass wir immer noch weitergehen können, jetzt die Unterstützung von Kommunikation. Wir werden jetzt im Verband mit einer Zeit der Pause machen und uns persönlich eine Zeit der Überlegung abgeben und überlegen, wie wir uns täglich und weiter natürlich das Volk, das Gottes Lied, vorgeben. Und dazu haben wir im Verband mit der Lied, nur die ganze Zahl und immer mehr,
das war das Altesamt. Über die Hypothek, die wir brauchen, in Spielerische, Schmerzliche, Geschichten, Erlebnisse von einer Herausforderung anzuhören. Fühlen wir, wo wir Jesus erreichen, das Trauma einer der Lebensmittel und Leben mitgehen, sodass wir die Heilung zu finden, gewinnen können. Und im Leben von uns kommen wieder. Wir laden sich ein, Heilung zu bringen. Gott, der Himmel ist unser Vater, der Gott ist unser Nachbarn. Gnädiger Gott, Gott der Jüngsten und Herr des einzelnen Willen, gebe uns die Wahrheit und den Einblick zu merken, was uns darin vorgeht. Geben wir, so wie Jesus, Mögen wir so wie Jesus offenbaren in der unsichtbaren Welt des Schmerzes und die menschlichen Welt zu empfangen und dafür unsere Bescheid über den Krieg zu entdecken. Gott ist mit uns im Mörder. Gott ist 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 uns Der Herr ist
durch euer Leid und eure Seele. Immer lasse ich das Angesicht leuchten über euch und auf den Angst angesichts. Und sind das ein Sieger und ein Leben. Der Weg, der von einer Erhebung an das Angesicht aufkommt und über euch finden. Das wird euch nicht als seiner Angst oder als Lassen, sondern im Leid hinverhalten und in sich kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen, dass unser Schlüssel weiter und vorne sind in der 33 und 5, 6 und 7. Wir sind in der 33 und 5, 6 und 7, weiter und vorne. Thank you.